So, es geht weiter mit Minecraft, eine neue Aufnahme. Und ja, ich habe übrigens gemerkt, das letzte Mal, dass ich keine Musik anhatte. Und das wollte ich natürlich ändern, da wir ja hier mit voller Musik spielen und mit voller Qualität. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren im Haus. Was haben wir alles noch? Ja, okay. Gehen wir mal raus und schauen. Noch ist alles auf Short, das ende ich aber wahrscheinlich gleich. Und ich hoffe, dass alles wieder funktioniert. Und jetzt machen wir auch so, wie es in den Kommentaren verlangt wurde. Erst einmal eine Waffe zur Verteidigung. Und nein, ich mache sie noch nicht aus Eisen. Denn das Eisen ist mir da noch zu wichtig. Wir machen das Ganze aus Stein. Ein Schwert aus Stein. Dann schauen wir mal in die Truhe. Was haben wir hier in der Truhe? Genau, da tun wir jetzt aber ein paar Sachen rein. Zum Beispiel ein Ei braucht kein Mensch. Die Wolle würde ich gerne nochmal mitnehmen. Das ist auch alles Zeugs, was kein Mensch braucht. Schaufeln kann man immer mal dabei haben. Ja, der Rest ist eigentlich das Brot. Das, mein Gott, das nehme ich jetzt erstmal noch nicht mit. Und genau, wir brauchen Sand. Wir haben uns entschieden. Nein, nicht wegwerfen. Wir brauchen. Nein. Jetzt. Wir brauchen unbedingt Sand. Genau, jetzt stelle ich nochmal ganz kurz um auf normal und zu gucken, ob alles funktioniert. Das scheint hier schon mal jetzt besser zu laufen. Übrigens, ich habe jetzt rausgefunden, was das ist. Das soll wahrscheinlich ein Mülleimer sein, falls man etwas wegwerfen will. Hat nicht so ganz vorgestellt. Jetzt, genau. Falls man irgendwas wegwerfen will. Also, ihr könnt mich in den Kommentaren aufklären, falls das stimmt und falls nicht. Aber das ist zumindest meine Entscheidung. Hier haben wir noch mehr Schafe. Sehr gut, da können wir uns Wolle holen. Denn ich habe mir schon. Und mir wurde gesagt, dass ich auf die Felder laufen kann. Das teste ich gleich aus. Aber ich sehe anhand des Schafes, dass die Felder nicht kaputt gehen. Was sehr gut ist und die Sache extrem erleichtert. Denn ich habe es immer gehasst, nicht auf die Felder treten zu dürfen, weil sonst alles kaputt geht. Aber ich finde es das cool, dass das jetzt verbessert wurde. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich bei dem User, der diesen Kommentar geschrieben hat. Und hier laufen unglaublich viele Schafe rum. Dann weiß ich auch schon ein bisschen, was wir oben bei unserer tollen Hütte machen. Wir holen Schafe, denn bei unserer tollen Hütte wollte ich ja Glas bauen. Aber das mit dem Glas dauert noch ein bisschen, weil ich kein gescheites Sand finde. Also keinen gescheiten Ort, wo wir uns Sand besorgen können. Okay. Seit wann essen Schafe? Cool. Schafe können ab jetzt auch essen. Hier haben wir einen kleinen Tümpel. Ich finde es ja immer so cool, wie in diesen kleinen Tümpeln dann plötzlich sich 1000 Quallen-Oktopusse herumtreiben können. Was ist das? Ist das Holz oder Lehm, meinte ich? Nein, das ist ganz normales Stein. Okay. Lass uns nach oben gehen. In den tiefen Urwald, in die weiten Welten zu unserer Hütte. Hoffentlich so schnell wie es geht. Dich nehme ich noch mit. Tui, über die Felder drüber springen. Ich meine, wenn man auf den Feldern rumspringt wie ein Verrückter, kann es schon sein, dass mal die Ernte kaputt geht. Von dem her war das eigentlich ganz realistisch, aber es war auch extrem nervig, als man das noch nicht konnte, also auf den Feldern rumlaufen. Von dem her ist das jetzt ein großer Vorteil. Jetzt schwimmen wir ein bisschen und in der Bauzeit brauchen wir keine tolle Renderweite, sondern wir spielen das Ganze auf einem Short, damit wir. Ach, jetzt ist es dunkel. Ah, da oben haben wir ein Bett. Okay, dann beeilen wir uns jetzt mal, hier hochzukommen. Man kann an Lianen hochklettern, finde ich total cool. Mir wurde gesagt, man kann an Lianen nur hochklettern, wenn sie sich hinter einem. Ja, Emma. Servus, Emma. Wenn sie sich hinter einem Block befinden, wie zum Beispiel hier. Hier, zack, und hoch, und hoch. Ah, das Klavier ertönt. Das ist ja schön. Das habe ich eigentlich. Das war mir. Fand das irgendwie komisch. Ich hatte mir gedacht, dass vielleicht durch den neuen Update irgendwie die Musik raus ist. Was aber sehr komisch gewesen wäre. Jetzt ist die Musik ja da. Wir ergötzen uns an einem schönen kleinen Klavierspiel. Während wir in die großen, weiten Welten vordringen, hier unsere Baustelle miterleben können. Und ja,
Das werde ich übrigens mit Wolle jetzt auslegen, nicht mit Glas. Weil, ja, dann habe ich nämlich eine Idee, dann können wir nämlich hier so einen Keller machen. Und an diesem Keller ist dann hier so eine Glasfront oder ein Balkon. Ja, wahrscheinlich eher eine Glasfront, weil der Balkon, der kommt auf das Erdgeschoss. Und dann können wir noch so Wasser und so reinbauen, dass das so eine richtig idyllische Sache wird. Das heißt, wir bauen hier erstmal alles mit Wolle zu. Ganz schlecht. Jetzt ändern wir zu einer leichten Technomusik hier. Ich habe auch gehört, oder das machen ja viele Let's Player, dass sie ihre eigenen Playlists reinhauen. Ja, erstens mal weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Das müsste mir halt dann jemand sagen, wie das geht. Und zweitens finde ich jetzt für die Anfänge die Minecraft-Musik absolut in Ordnung und ich habe in keinster Weise etwas dagegen. Nein, ich hasse das, wenn ich immer irgendwelche Rohstoffe verliere. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mit dem Keller mache, aber hier hat man doch einen super Ort, um so einen Keller zu machen mit niedriger Decke. Und ja, sehen wir dann weiter. Machen wir hier so eine Treppe zu, aber ich baue, das mache ich übrigens auch bei den Häusern immer. Ich ziehe die Mauern hoch und erst wenn die Mauern da sind, mache ich die Fenster rein. Damit ich genau abschätzen kann, wie das mit den Fenstern geht. Also ich berechne die Fenster nicht von Anfang an mit ein, sondern ich mache die Fenster immer erst, nachdem die Mauer steht. Du störst. So. Hier wird unser Wohnzimmer, das auf der Seite mit Glas sein wird und auf der Seite auch mit Glas. Und wisst ihr, was wir da machen werden? Da werden wir dann... Man kann doch in die Kürbisse eine Fackel reinstellen. Vielleicht stellen wir Kürbisse hin oder wenn wir in die Hölle gehen, Glowstone hin und dann machen wir vielleicht so Lavafälle. Da verbrennt nur alles. Wasserfälle oder so, damit das hier richtig idyllisch aussieht. Und hier würde ich vorschlagen, gehen wir ab dem zweiten oder dritten Stockwerk. Das kommt darauf an, wie hoch es geht. Soll halt nicht zu klumpig aussehen. So eine Wendeltreppe um den Baum, dann nach oben. Da komme ich nicht hoch, gell? Kann man irgendwie Lianen hinpflanzen? Das wäre mal eine coole Sache, wenn es in den Kommentaren beantwortet werden würde, ob man Lianen pflanzen kann. Sehr schön. Ja. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir an unseren Stützen. Die Stützen mache ich aus dem normalen Holz. Und zwar machen wir die hoch genug. Ich überlege gerade, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wir können ja in Minecraft, Gott sei Dank, 4, glaube ich. Oder? Wenn, dann da die, genau. Dann ist das so perfekt. Dann kommt hier noch eine Stütze hin. 1, 2, 3, 4. Damit ich mir keine Knochen breche, mache ich das so. Zack. Hier kommt... Auf der Wand würde ich jetzt... Keine. Oder wir machen hier so einen Balkon und dann über den Bäumen... Oh, da hinten ist ein Zombie. Aber ich bin bewaffnet. Stirb. Ach, okay, so schlägt man und so. Okay, aber das ist jetzt schon älter, dass man blocken kann. Aber wir brauchen Glas. Und wie das hier ist, weiß ich noch nicht ganz. Wie das hier machen wir noch eine Stütze rein. 1, 2, 3, 4. Und jetzt brechen wir mal die Knochen. Aua. Hier auch noch eine Stütze. 1, 2, 3, 4. Vielleicht brechen wir jetzt keine Knochen. Ja. Perfekt. Und wie wir das. Also ich tue jetzt erstmal zum Bauen, stelle ich hier erstmal ein bisschen Licht hin. Damit wir sehen können, wo wir arbeiten. Nee, oh, jetzt habe ich gerade Angst bekommen. Puh. Genau, das ist dann hier der Schlafbereich plus Treppe nach oben und hier ist dann der Wohnbereich. Wie wir das hier machen, das baue ich wahrscheinlich hier, baue ich das dann so weiter, genau. Dann bauen wir hier das Ganze weiter, schauen wir mal, wie weit wir gehen. Ich glaube, wir können bis dahinter gehen. Nochmals keine Warnung, falls ihr vielleicht irgendwie meinen Bruder oder so von hinten hört,
Es kann mal sein, dass der laut rumschreit und das sogar bis ins Mikro gelangt. Aber ich habe in den Aufnahmen vom letzten Mal gesehen, dass wir Glück hatten und die ganzen Nebengeräusche, vor denen ich euch gewarnt habe, nicht stattgefunden haben, nicht gekommen sind. Es hat mich gefreut, dass das insoweit alles funktioniert. Mich freut es übrigens auch, dass ich es schaffe, die Dinger in HD hochzuladen. Ja, es ist kein Full HD, sondern also keine 1080 Pixel die Breite, sondern nur 720 Pixel die Breite. Ja, mein Gott, man soll halt dann auch ein bisschen. Es ist ja mal. Ach, scheiße, jetzt habe ich eins vergessen. Es ist mein. Jetzt mal das Battlefield Let's Play nicht mitgerechnet, weil da spiele ich ja mit meinem Freund zusammen mein erstes Let's Play. Und das mit dem Full HD, mein Gott, dann schaut man sich halt ein HD schlechter an. Ist ja auch nicht so Weltuntergang. Und leider, das ist bedauerlich, ist leider in vielen Regionen Deutschlands eh die Netzverbindung noch nicht so weit ausgebaut, dass man tadellos ohne Wartezeit sich HD-Videos angucken kann. Ich muss zugeben, ich kann sie anschauen, aber das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Zeiten, da kann ich es und es gibt Zeiten, da kann ich es nicht machen. Also unterschiedlich. Ich überlege gerade mit dem Fußboden, weil das sieht irgendwie, ich weiß nicht, also hier Erde. Ich meine, wer läuft bitte zu Hause auf Erde rum? Oder habt ihr euer Bett auf Erde stehen? Ob wir die Wolle komplett auslegen, ob wir vielleicht so ein Schachfeldmuster machen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Genauso wie hier. Also den Baum, den würde ich gern drin lassen, weil wir ja so eine Art Baumhaus machen. Wo bist du? Sag mal, laufen die in Richtung Licht oder wie? Egal. Ich kann mich ja jederzeit ins Bett legen. Also schreibt mal in die Kommentare. Den Baum, den will ich auf jeden Fall lassen, weil das macht so eine idyllische Sache. Aber hier die Erde, die möchte ich irgendwie ersetzen durch einen Fußboden. Alter, habe ich gerade einen Schock gekriegt. Das gibt's ja nicht. Da wird man übel nervös. Jetzt darf ich endlich meinen Satz zu Ende reden. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Fußboden haben wollt. Schachmuster oder komplett anderer Rohstoff, obwohl ich das mit der Wolle eigentlich ganz cool finde. So, und jetzt lege ich mich mal pennen um. Wir brauchen nämlich Wolle und jetzt holen wir uns auch langsam Glas. So. Wisst ihr was? Den killen wir noch schnell. Komme ich hier hoch? Ja, komme ich. So, jetzt haben. Halt, was. Was ist eigentlich. Genau, was macht eigentlich die grüne Leiste da unten? Hier, die Leiste. Also das ist die Rüstung, das ist mein Hunger, so, und was ist die Leiste? Wenn ihr das beantworten könntet, ich tue übrigens absichtlich nicht irgendwie googeln oder irgendwie nachschauen, weil, wie schon gesagt, ich das Ganze ja mit euch machen will. So, jetzt schauen wir mal in die Weite, weil guck, jetzt haben wir tollerweise den Sonnenaufgang verpasst und ich würde mal vorschlagen, den feiern wir jetzt mal zusammen. Das ist toll, jetzt darf ich mich nicht so langsam bewegen, aber das ist doch mal ein krasser Überblick. Und stellt euch mal vor, wir sind hier oben, haben hier unser Baumhaus, der uns hier durch die Gipfel und Wipfeln der Bäume führt. Und dann können wir auf der Seite den Monduntergang sehen. Dann hier das Lavafeld, das Dorf. Und dann hier die Sonne aufsteigen. Wie heißt der griechische Sonnengott? Irgendwie Helios oder so mit seinem Wagen, mit seiner Kutsche den Himmel überziehen. Wie sieht es? Sieht man das? Sieht mit Short. Sieht das? Ja, schaut euch mal, was wir alles verpasst haben. Ah, unglaublich. Ich glaube, ich muss doch immer auf Normal spielen, weil auf Normal sieht man das wunderschön. Ah, jetzt fehlt eigentlich die typische Minecraft-Musik. Und jetzt fehlt sie. Jetzt braucht man sie. Jetzt fehlt sie. Schau mal, wie man sich da hoch. Ich habe übrigens von einem Freund erfahren, früher konnte man ja ab den Wolken aufhören zu bauen. Oder knapp bei den. Also ein bisschen über den Wolken. Das geht jetzt anscheinend, kann man jetzt viel, viel weiter bauen. Alter, das sieht doch geil aus. Und dann baut man hier wirklich durch das gesamte Gegend baut man sein Haus. Und hier ist unsere bescheidene Baustelle, die noch ausgebaut werden muss. So, aber wir brauchen Sand, wir brauchen Wolle. Das heißt, wir machen uns wieder auf den Weg. Wir machen uns wieder auf den Weg nach unten. Zack, 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 zack. Und, ui, ah, die Liane hat mich gerettet. Und,
Aua. Aber solange wir. Ach, das ist so sch. So. Die Liane hat mich gerettet. Wir gehen weiter.